Servus Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Genau wir. Also nicht wir, sondern ich, sondern doch wir, oder? Ja, wir. Guck mal, da ist einer. Grauwolf 83 ist auch mit dabei. Ich grüße dich, mein Freund. Servus. Jo, und natürlich, beim letzten Mal habt ihr, wie gesagt, eine kleine Info von mir gekriegt. Und jetzt kriegt ihr noch mal eine Info von mir. Ich kann wieder längere Videos hochladen. Also ihr könnt wieder längere Videos von mir sehen, anstatt immer nur 15 Minuten. Das ist viel einfacher für mich zum Arbeiten und viel einfacher was für mich zum Herstellen. Also, ja, wie gesagt, es geht wieder. Und ich will hoffen, dass es nicht wiederkommt. Nicht wieder irgendeiner beschwert. Gut, ich hatte ja gesagt, das ist ja so Freundschafts-Blood-Tracking-Team-Server. Und natürlich Graue spielt mit, hat Lust dazu. Und ja, er hat auch gleich mal hier die Hütte ein bisschen ausgebaut. Ihm war das ein bisschen zu eng. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Ja, genug warum Platz. Wohl? Was denn? Es war doch genug Platz. Also ein Bett hätte mindestens noch irgendwo reingepasst. Tja, und Grauwolf war schon mal so ein bisschen unterwegs und hat ein paar Spawner gefunden. Nicht in der Unterwelt, sondern in der Oberwelt. Und die hat auch gleich mal geplündert. Und deswegen sind ja auch schon ein paar Sachen vorhanden. Und da ist er. Gut, ich werde währenddessen mal schnell in Backpack machen. Erstmal brauche ich eine Kiste. Und dann gehen wir mal kurz ein bisschen buddeln. Aber keine Angst, ihr werdet nicht die ganze Zeit das Buddeln sehen. So. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob Grauwolf jetzt mit in der Aufnahme dabei ist. Ach, ich denke mal, hoffentlich schon. Dahin. Genau. Haben wir wohl Äpfel mitgebracht? Das klingt gut. Das klingt gut. So, ein Schwert haben wir auch schon. Ein bisschen was zum Meinen haben wir schon. Und ich würde sagen, gehen wir hier runter oder gehen wir da hinten in der Ecke runter? Oh. Ich folge dir dann unauffällig. Da legt sich mit dem Apfel ins Bett. Guckt euch das an, Ding. Wahnsinn. Alles klar. Also machen wir hier runter. Los, legst mein Bruder. Naja, nee, immer. Die Wölfe immer voraus. Ah, schön. Wir machen erst mal bis ganz runter und dann tun wir uns Nebenschächte machen, oder? Können wir machen. Gut, so, währenddessen. Nö, hab ich. Währenddessen Grauwolf hier nach unten buddelt, würde ich sagen, aber sehen wir uns dann unten gleich wieder. Also, bis gleich. Alles klar. So, Leute, da sind wir wieder. Und Grauwolf ist schon unten angekommen auf Ebene 5. Ich würde sagen, das reicht. Er hat da draußen noch ein paar Bäume, Äpfel angepflanzt. Hier, also Äpfelbäume. Bäume, Äpfel. Sehr interessant. So, mach schnell ein paar gepflückt hier. Und dann geht's auch gleich weiter. Denn wir haben unterwegs ein bisschen was gefunden, so wie Gold und so. Können wir aber nicht abbauen, da wir dazu Eisen brauchen. Und den ersten Eisen müssen wir sowieso erstmal schmelzen. Aber wir brauchen auch noch einen Generator, denn wir arbeiten ja mit Strom. Ihr kennt mich ja, ich und ohne Strom. Das ist ja wie Teufel mit Wasser. Oder? So, und zwar gibt es ja von Extratilities gibt es ja die schönen Generatoren und seit der neuesten Version 1.17 gibt es ja noch die richtig besseren, also wo dann mehrere dann zusammengefasst sind und das geht richtig in Material, ja, fressende Maschinen, ne? Dafür bringt es aber auch was. Gut, wir brauchen erstmal die Survivalist-Generatoren, die sind eigentlich ziemlich einfach und dann tun wir erstmal zwei herstellen, sprich wir brauchen 1, 2, 4... 6 mal Eisen. 6 mal Eisen. Ah, warte mal. Kennen wir nicht noch? Wie hieß denn das Ding hier von Applied Energistics? Wie hieß denn das, um die Erze zu verdoppeln? Da gab es doch hier mit den komischen. Die komische Mühle. Wo ist denn die? Wie hieß denn die? Gott verdammt. Da merkst du bis lange raus. Ah, Quartz Grinding. Wir haben keinen Sergius Quartz und wir haben keinen Nether Quartz. Also können wir das schon vergessen.
Warum unbedingt ein Nether-Quarz dazu? Sertius-Quarz, 3 Stück, vielleicht reicht's ja. Zumindest ist ja nur, um die Erze zu verdoppeln erstmal. Den Quarz, den finden wir schnell. Cobblestone. Cobblestone. Brandenstein hat ich da irgendwo. Hat ich irgendwo Brandenstein? Hallo? Oh, die habe ich einstecken, Verzeihung. Achso, macht nicht, dann mache ich mal schnell eine neue. Also kein Thema. Kommen wir hier mal schnell. Moment, ich bin so hoch. Mal die Sachen mal schnell herstellen hier, zack. Mal kurz Inventar lernen hier. Mann. Ja, und ein bisschen Minecraft-Musik. Hinten dran gibt es auch direkt von Minecraft. Diese schöne Doodle-Musik, ist sie nicht herrlich? Hier drin ist doch Stein. Alles klar. So, diesen Grind. Mal gucken, ob wir ihn zusammenkriegen. Wie immer, fix und das Quarz holen. Das klingt gut. Also, ich habe noch Quarz einstecken. So ist es nicht. Wie, du hast Quarz einstecken? Ich habe noch Quarz. Ja, ja, ich hatte hier schon was gefunden. Ich weiß aber nicht, ob es reicht. Hier unten kam Cobblestone hin und hier gebracht. Es geht sogar noch. Und mich nicht alles täuscht, war so der Hebel. Genau. Perfekt. Da müssen wir eben mit der Hand malen. Dann leiern wir mal durch. Dann leiern wir mal das Ding mal durch hier. So. Ah. Zack. So, und jetzt so, zack, und da wollen wir mal gedrückt halten hier. So, immer schön leiern. Das ist eine kleine Mühle und schon kann man die Erze ein bisschen verdoppeln. Da habe ich höchstens jetzt am Anfang höchstens ein bisschen Resultat raus, um die ersten Maschinen zu basteln. Nebenbei schon Kaffee trinken, weil ich ohne Kaffee, wisst ihr ja, geht nicht. So, ziemlich gut. Immer brauchen wir noch, da haben wir zumindest. So. Sehr schön. Gut, jetzt wollen wir da oben reinschmeißen. Was tun wir da hin? Okay. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Ofen. Ofen brauchen wir noch. Ofen. Generator. So. Wir bauen den Survival Generator. Ach, ist der Redstone. Ist ja auch so eine Sache, brauchen wir aber noch. Redstone ist unten, brauchst nur bis runter zu rennen. No. Machen wir ein bisschen Eisen mehr. Dann können wir kleiner ein bisschen was abbauen. Da unten, ne. Also dreimal Quarz habe ich schon mal. Das klingt gut. Was brauchst du? So, zack, zack. Wie viel Eisen braucht man? 2, 4, 6 mal Eisen braucht man, ne? Ich glaube mal, ja. Gut, da brauchen wir das. Da brauchen wir schon mal die Pistons und dann brauchen wir wieder mal Holz. Und wieso habe ich kein Holz einstecken? Ach man, ist ein schlechtes Arbeiten mit mir heute. Passt. Geh mal ins Bett, mein Guter. Hier draußen ist es dunkel. Ich soll mal ins Bett gehen? Ich gehe ins Bett. Ich gehe ja schon ins Bett. Mann. Wird mal ins Bett gescheucht hier. Danke. Bitteschön. Der wütende Mob ist schon wieder hinter mir her gewesen. Der wütende Mob? Was ist denn bei dir der wütende Mob? Ja, die Spinnen. Ach so. Ich hab ja doch Spinnen gefunden. Wütende Mob, interessant. Cobblestone, ohne Redstone. Jetzt muss ich mir erst einmal hier eine Pickaxe machen, das ist alles nicht. So, gehen wir mal schnell runter hier. Da könnt ihr gleich mal sehen, wie weit man tief mal gebuddelt haben. Zack, zack, zack. Au. Hier gibt es noch Ferris Ohren, gibt es hier noch. Dann gibt es hier noch Silber Ohren, gibt es hier noch.
Hier steckt noch Gold. Und schon seht ihr wieder, wie spät wir es haben auf dem Server. Ist das eine schöne Information? So, oh, es gibt auch ziemlich viele Redstone. Alter Schwede. Mist. Hier gibt es auch irgendwo Lava. Was ist denn los? Hat es dich erwischt oder was? Nö, nö. Alles gut. Alles gut, das ist schön. Alles gut. So, hier haben wir noch Gold. Gold. Ey, ich wollte eigentlich was anderes machen hier. Ja. Ist egal. Das nehmen wir jetzt noch mit hier, das ist so wertvoll. So, das haben wir schon mal. Gut, also geht's nach oben. Und dann tun wir mal die Survival-Generatoren herstellen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich renne. So, ich bin da. So, wir haben Redstone haben wir jetzt auch noch. Das ist schön. So, das haben wir. Gut. Jetzt haben wir Holz, haben wir Cobblestone, haben wir 1, 2, eigentlich wollte ich schon 2 haben. Na gut. Egal. Und hier 1, 2 und zur Not machen wir mal noch einen. Gut. Jetzt haben wir das, dann brauchen wir noch, was haben wir da noch alles so Schönes? Wir haben doch Tin, haben wir, Silber, Ferris Ore, Kupfer, okay. Was brauchen wir denn für eine Energiezelle? Energiezelle. Hallo? Ich hab das schon, man merkt, das ist schon lange nicht gespielt, ey. Geht gar nicht. Hier ist ein Tesseract, brauchen wir auch nicht. Machen wir das einfach anders. Mod. Und dann bei Thermal Expansion. Und dann gibt es doch diese neckischen kleinen, genau, Energiezellen. Da sind sie doch. Da brauchen wir Elektrum-Ingot. Oh Gott, ich sehe es schon. Gut. Hier brauchen wir erstmal noch was anderes. Und zwar, machen wir mal mit anderem weiter. Wo steckst denn du schon wieder? Was einsammeln. Okay. Was ich vorhin verloren habe. Ender.io und zwar Sterling-Generator brauchen wir nicht. Autsch. Alloy-Smelter, genau. Leicht abgestürzt. Leicht, aber nur sehr leicht. So, mal noch schnell Kupfer hier, mal schnell klein machen hier. Zack, zack, zack. Gut, ich tue mal die ganzen Sachen für die Alloy-Smelter mal vorbereiten. Sprich, dann den Basic-Capacitor und ja. Das ganze Zeug durch mal schnell vorbereiten und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Diesmal mit ein bisschen mehr Material wie Gold, Eisen und so Kupfer. Ne? Das braucht man ja ganz dringend. Und ja, Goldnuggets brauchen wir natürlich auch noch. So, vergessen, macht nichts. So, jetzt brauchen wir erstmal diesen Basic Capacitor. Brauchen wir Kupfer, Redstone und ne. Goldnuggets, da können wir uns sogar 2 Stück herstellen. Das passt sogar ganz gut. Denn jetzt müssen wir die Machine Case. Dazu brauchen wir Iron Moss. Nur einmal. Oh, jetzt hoffentlich reicht das Eisen jetzt noch. Und dann brauchen wir noch Flint. Und dann brauchen wir noch natürlich nochmal ein Eisen. Mann, denn. Kannst du mir mal Cobblestone zuschmeißen, bitte? Jupp. Dum. Wie brauchen wir? Gib mal einen halben Stack oder so. Davon haben wir ein bisschen was da. Dum. So, wenn wir das dann haben, haben wir dann Pisten. Eigentlich mussten wir 2 hier machen, aber wir machen erstmal die Sägemühle, also die Sägemühle. Hast du mir schon zugeschmissen? Ja.
Ah, dann ist es in meiner Tasche drin gelandet. Gut, nochmal. Macht ja nichts. So, einmal. Und was fehlt uns? Uns fehlt ein Holz. Das macht nichts. Zack. 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 So, dort noch die Cobblestone hin, hier der Redstone und schon haben wir noch einen Pisten. Wir brauchen ja mindestens zwei. Da hat jemand den Stift fallen lassen. So, und jetzt ist mir das Eisen wieder ausgegangen. Oben in den Ofen. In den Ofen. Sehr schön. Oh, danke dir. So, dann brauchen wir noch mal so ein Ding. Jetzt haben wir zwei davon. Und jetzt brauchen wir... Irgendwas ist gerade explodiert. Schon wieder. Biber oder Himmelstein? Wahnsinn. Ey! Jetzt muss ich ja nochmal Eisen klauen. Klaut ja. Kann doch nicht sein. So, wir haben unsere erste Maschine und die stellen wir mal. Machen wir mal kurz auf Erderung hier. Da. Damdi-damdi-dam. Jo, in der Folge, wie gesagt, wird es ein bisschen Energie geben. Und in der nächsten Folge werden wir uns da mal nicht um die Energie und um Erzerweiterung bemühen, sondern da bauen wir mal unser Heim auf, ja, wie es denn dann werden soll. Und dann zeigen wir euch ja mal, wie das mit dem Schüsselmod funktioniert. So, dich tun wir dahin oder tun wir hier hinten den Generator erstmal hin. Zack. Muss der auch noch rum. Genau. Und hier kommt dann die andere Maschine hin und hier kommt der andere Generator hin. So. Und jetzt haben wir, das ist die Sägemühle und jetzt gucken wir mal, dass wir noch den Aloys-Melder zusammenkriegen. Brauchen wir drei Ofen. Das ist auch kein Problem. Drei Ofen haben wir. Den Pisten haben wir noch und jetzt brauchen wir noch, oh Gott. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Gibt's noch sowas? Verschlingt ganz schön Eisen, die Sache hier. Mhm. Zumindest nicht für den Anfang. Dam-di-dam-di-dam. Ja, aber das lohnt sich doch. Ende. Das stimmt. Das stimmt. Hier liegt ein Pilz. Da lag ein Pilz. Da lag ein Pilz? Da lag ein Pilz. So, das noch kurz einschmelzen. Währenddessen können wir mal in den Survival-Generator, können wir mal 1-2 Kohle reinschmeißen. Deswegen ist schon ganz gut, dass wir schon so viel Kohle gefunden haben. Aha. Boah, und man hört sogar Sound davon. Es brummt ein wenig. Hört ihr es? Könnt ihr mal schreiben, ob es hört. So, hier wird zumindest erstmal Energie produziert. Der läuft 13 Minuten in der Kohle, ist nicht schlecht. Und hat aber Power von 5,0, also ist nicht gerade der schnellste. Aber es geht. So, jetzt hier aus. Jetzt haben wir wieder Eisen. Oh, und jetzt sehe ich schon wieder, oh Gott, ich hasse das. Jetzt haben wir, ich hab schon wieder kein Eisen mehr einstecken. Gibt's noch sowas, ja. Naja, gut. Und dann drehen wir mal. Und los geht's. Ja, ne, Eisen zu haben wir noch. Ich muss erstmal wieder was zu malen. Oh. Ich könnte. Nö. Mit dem Personal, das schleift aber ganz schön bei dir. Ja, das schleift ein bisschen, aber nur ein bisschen. So. So. Rein mit dir. So, währenddessen zeige ich euch mal, wie das hier funktioniert. Ja, dein Personal ist gerade unterwegs. Hier gibt es eine Konfiguration, da könnt ihr sozusagen auch eine Kiste oben drauf stellen. Ne? Also so ist es ja nicht, ihr könnt auch eine Kiste oben drauf stellen. Gucken wir mal, Holz haben wir noch. Irgendwas knallt ja andauernd. Sind hier draußen die Creeper-Pflanzen? Nee. So, hier zum Beispiel könnt ihr eine Kiste oben drauf stellen und da könnt ihr sozusagen
mit Rechtsklick könnt ihr sozusagen, ja, was rein und raus soll sozusagen. Könnt ihr ganz abschalten, könnt nichts machen. Sozusagen zieht es jetzt von oben in den Kisten, aus den Kisten was rein. Könnt ihr mal zum Beispiel mal ein Erz nehmen. Nehmen wir mal so ein Golderz hier. Das kommt oben rein. Und schon ziehst du das unten durch. Und schon wird es sozusagen zersägt. Und dann müsste es rein, theoretisch. Ach ne, ich habe nur Pull-Out gemacht, ne? Genau, und dann kann man es auch noch kombinieren, dass das sozusagen auch wieder reingeht, ne? In die Kiste. Das ist eigentlich eine feine Sache. Man kann eh eine Maschine nehmen und dann dadurch halt. Ja, man kann das auch noch anders definieren. Also man kann auch noch, so viel ich will, an den Seiten kann man es auch noch definieren. Ich könnte jetzt sagen, hier, ich mache jetzt hier noch Beispiel Pull-In oder Pull-Out und hier oben nur rein, ne? Das geht auch. Und daneben dann der Ofen steht, kann man dann sagen, wird das dann gleich gebrannt und dann kann man das oben wieder in die Kiste führen. Nur dann sollte man eine andere Kiste nehmen. Währenddessen. Weil sonst ist die ja verbunden, die Holzkiste, und ja. Das ist dann ein klein wenig problematisch. Aber so zumindest kann man für den Anfang mit den Survival-Generatoren, die ziemlich schnell herzustellen sind, finde ich, kann man zumindest ein bisschen Strom generieren und kann da ein bisschen was damit anstellen. Und ja, Big Reactor ist ja auch drauf, der Mod, ne? Also in der Hinsicht werden wir damit auch basteln. Ist ja kein Problem. So, jetzt brauchen wir noch die Alloys-Melder. Das ist ja auch ein ganz feiner Ofen von Ender.io. Gefällt mir auch richtig gut. Hier werden wir erstmal angeben, dass hier zu sagen, also hier zu sagen rein. Genau, und dann oben eigentlich wieder raus, aber ich mache auch vielleicht einen Trichter nach unten und dann, ja, gucken wir mal. Das ist dann in den Trichterfeld, je nachdem, schauen wir einfach mal. So, hier können wir zum Beispiel Furnace Mode einstellen, Alloys Melder Mode, sprich wieder Alloys Melder, den erkennt ihr bestimmt auch von Red Power. Und nur Ofen, also das ist zum Beispiel nur ein Ofen jetzt ist, könnt ihr jetzt zum Beispiel, da bräuchte ich ja noch Energie, sonst läuft das Teil ja auch wieder nicht. So. Zack. So, der läuft jetzt und schon. Und schon fängt er auch an zu laufen. Und demzufolge können wir jetzt sozusagen Erze schon verdoppeln. Und ja, läuft auch sehr geschmeidig. Muss ich mal so sagen. Läuft gut. So, da im Hintergrund habt ihr gerade den Frankie gehört. No. Der Frankie ist auch sozusagen, ja, da, aber nicht da. Nur im HG, genau, im Hintergrund. Wer nicht weiß, was HG ist, das ist der Hintergrund. Dann sprich das auch bitte aus. Oh, ja, Frankie. So, hier unten werden wir jetzt mal. Hab ich noch Eisen einstecken? Ohne mehr so viel. Ist hier noch was drin? Nö. Na gut, hätte ja sein können. Oh, und die Sägemühle, also die Sägemühle ist sogar so schlau, dass die sogar andere Sachen noch rauskriegt. Ne? Also man kann auch Sand hier reinstecken, man kann auch Gravel hier reinstecken. Also es kommt dann aus Gold kommt Kupfer raus. Nebenbei noch. Das ist nicht schlecht. Also ihr könnt auch Rezepte euch anzeigen lassen hier. Da seht ihr, was ihr sozusagen alles rauskommen könnt, in welcher Chance, und ja, da könnt ihr sozusagen die Erze alle schön verdoppeln. Ja. Nicht schlecht. Also ist schmissig. No. Also hier kannst du auch ziemlich viel sogar. Wahnsinn. Kannst selbst Redstone, Bone Meal kannst du auch mit aus eben Bone, also aus eben Knochen kannst du 6 Bone Meal rauskriegen. Vielleicht mit Zusatzchance von 2 Stück. Aha. Nicht schlecht. Wie ihr seht, es ist vieles möglich. Und dann gibt es ja auch noch den, das ist für eine Sägemühle. Und dann gibt es das Ganze ja nochmal in den Rezeptenmod für den Alloys-Melder. Gibt es ja auch noch. Und dann seht ihr dann, was ihr alles sozusagen da drin machen könnt. Und ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr interessant. So,
Ich weiß gar nicht, wo man hier unten eine Kiste hinstellt, ob das dann was bringt. Oh, wenn du nicht was. Jetzt brauche ich erst einmal Hulz. Hulzingers. So, haben wir hier irgendwo mal einen sehr interessanten Baum. Mal ganz kurz mal ein bisschen anfällen können. Oh. Der wird dann zum Schluss ganz weggemacht, also. Toll. Hallo, sag mal, Schweinchen, ist das nicht ein bisschen schwer auf dem Kopf? Mit einem Amboss? Habt ihr das gesehen? Der hat einen Amboss auf dem Kopf, das Schwein. Gibt's denn sowas? Also, nee, du. Hier rennen die Leute rum. Ah, nee. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Zack, zack. Okay. Okay. So, Kiste. Wir können mal probieren, ob wir es unten drunter stellen können. Ob man da noch. Die Kiste können wir leider nicht mehr aufmachen. Schade eigentlich. Nö. Ey, ich fass es nicht. Hey, nett. Was denn? Moment. Was habe ich denn hier? Ich habe einen Prellbock, dann habe ich noch einen Prellbock, ein Borschin, eine Walzmaschine, eine Dampfmaschine, viel Koks. Was hätten wir denn gerne? Oh, was hast denn du gefunden? Und mein Inventar ist voll. Das ist irgendwie immer die so, nicht immer die so, das ist irgendwie, ja, leider. Leider so. Ja, warte mal, mach ich mal so. Ich mach mir mal einen kleinen Punkt hierher. Mach dir mal einen kleinen Punkt hin. Wie gesagt, wir werden auch offline hier ein bisschen weiterspielen. Wir werden nicht ganz so viel machen, aber wir werden zumindest etwas weiterspielen. Und das machen wir vielleicht ein paar Sachen. Das Haus ist gesichert für mich. Das klingt gut. Das klingt gut. Aber was ich nochmal euch noch zeige, und zwar den Schüsselmod. Dann zeige ich euch mal noch, was man dazu braucht. Und zwar brauchen wir den Carpenters Schüssel. Ne, den brauche ich nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Die Schüssel selber brauchen wir. Und dazu brauchen wir ein Iron und ein Stick. Den haben wir ja da. Zack. Könntest du dann mal bitte, wenn es soweit ist, ins Bett springen? Oh, ich springe ins Bett. You can only sleep at night. Wird gerade ein bisschen dunkel. Du. Oh, jetzt geht's. Dankeschön. Bitteschön. So, ja, wir werden noch ein bisschen mein gehen. Ein paar Sachen sammeln, ein bisschen Erze sammeln und so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit diesem Schüssel hier in der Hand. Und dann, wie ihr schon seht, kann man ganz interessante Sachen aus den ganzen Sachen hier machen. Stein. Aber das sagen wir dann beim nächsten Mal, denn dann bauen wir unser erstes Häuschen, wo wir dann alles niederlassen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen hinterlassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Buddy Blattwagen und natürlich der Cowboy. Macht's gut. Tschüss. Oh, Scheiße.